Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch die Rotisserie von Monolith ein wenig vorstellen. Wie ihr schön sehen könnt, läuft die Rotisserie mit Batterien. Die steckt man hier in die Seite rein, sind 2xD-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten, müsst ihr euch also besorgen. Und klickt man einfach ganz leicht rein. Hier haben wir einen An- und Ausschalter. Und wenn man jetzt schaut, dreht sich relativ langsam, aber so gehört das, der Haupt Aufnahme für den Spieß. Hier seht ihr schon gleich an den anderen 8 Aufnahmen, die Halter für die Erweiterung für die Rotisserie, für die Schaschlikspieße. Wir wollen heute Kaninchen machen und baue meine Rotisserie hier auf. Durch die Halterung hier an der Seite könnt ihr eigentlich gar nicht viel falsch machen. Die liegt schön auf dem Rand auf. Tada! Da ist es. Für alle Gourmets kurz erklärt, wir haben den mittleren Teil hier mit Speck ummantelt, weil der beim Kaninchen immer ein bisschen dünner ist. Hab dann noch eine Schale mit ein wenig Brühe in die Mitte gepackt. Hake die Rotisserie jetzt hier in die Hauptaufnahme ein. Und auf der anderen Seite in die dafür vorgesehene Aufnahme, richte die Schale ein bisschen aus und schalte sie ein. Und jetzt gucken wir uns das mal an, ein bisschen. Läuft. Ich habe den Mono jetzt auf ca. 180 bis 200 Grad eingeregelt. Das Kaninchen wollen wir auf eine Kerntemperatur von 60 Grad ziehen. Und ich schätze mal, ca. eine Stunde, eineinhalb Stunden wird das Ganze dauern. Gut, nach einer guten Stunde soll das Kaninchen jetzt fertig sein. Wir schauen mal. Und ich muss sagen, boah, das duftet immer noch sehr gern. Und ich finde, die Farbe ist völlig okay. Gartemperatur hat er auch erreicht. Und ich würde jetzt einfach nochmal die Schale rausnehmen, den Deflektorstein rausnehmen und das Kaninchen nochmal direkt über der Grillkohle kurz anrösten lassen, damit ich hier noch eine schöne krosse Haut kriege. Das mag ich einfach gerne. Grillrost entfernen. Deflektorstein habe ich jetzt rausgenommen. Grillrost habe ich wieder reingelegt. Den Temperaturfühler für den Innenraum können wir auch wieder entfernen. Die rote nochmal ordentlich sehen. Und jetzt für das letzte Finish einfach wieder einhaken und anschalten. So, unser Kaninchen ist fertig. Jetzt entferne ich die Spieße hier, den Außenspieß, lösen, abziehen. Unser Kaninchen ist fertig. Der Spieß ist abgezogen. Jetzt lösen wir noch die einzelnen Bänder von dem Bacon und dann wird er zerteilt. Nachdem das mit dem Kaninchen sehr gut geklappt hat, möchte ich euch nun zeigen, was wir mit der Rotisserie noch machen können. Die einzelnen Spieße sind durchnummeriert und hier am Rand haben wir auch Nummern. Und daran müsst ihr euch einfach halten, wenn ihr nachher eure Spieße wieder auf die Rotisserie steckt, dass ihr eben die Nummer zu der Nummer reinsteckt. Wenn ihr dann auf die richtige Nummerierung achtet, dann passt das mit der Wölbung auch. Vorbereitet habe ich gestern und eingelegt einmal Bürgermeisterstück vom Angusrind in einer leckeren Kräuter-, Koriander-, Petersilie-, Schnittlauch-, Limette-, Pfeffer-, Salz-, Ölmischung. War lange. Das Rezept gibt es auch bei uns nachher im Shop dazu. Und hier habe ich nochmal ein ganzes Stück Bürgermeisterstück, das ich in natürlicher Form mit Meersalz würzen werde. Und jetzt auch gleich anschneide und eine halbe Stunde dort drin liegen lasse. Und natürlich auch dazu dann noch leckere Würstchen. Alles zusammen auf unsere Roti. Wir schneiden das Bürgermeisterstück jetzt in schöne, gleichmäßige, dicke Stücke für den Spieß. Zack. Und ihr seht hier schon die feine Marmorierung. Wir haben das leckere Bürgermeisterstück vom Angus jetzt gesalzen. Und jetzt spießen wir das ganz traditionell auf, sodass der Fettrand schön gleichmäßig zu einer Seite hin ist.
3. Unsere Chorizos sind fertig und wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet und jetzt schneiden wir die schön in kleine Stücke in unsere Futterdruckschale. So. Unser Bürgermeistersteak vom Angus, wie ihr seht, hat sich das schöne Kruste bekommen. Oh, lecker. Ein Genuss. Wir sind fast fertig. Die Reste sind noch auf der Rotisserie. Ihr seht, es hat super geklappt. Kleiner Tipp von mir noch, macht die Rotisserie-Spieße nicht ganz so voll wie hier vorne, sondern lasst dem Fleisch einfach mehr Raum wie hier hinten, dann könnte sich die Rotisserie besser drehen. Wir sind fertig. Natürlich zum Schluss die Rotisserie, wie der komplette monolithische Chef, gibt es bei uns im Shop zu kaufen.